Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zur Regionalliga-Partie zwischen unserem BFC Dynamo und dem FSV Union Fürstenwalde. 1238 Zuschauer hier im Sportforum erlebten ein furioses Spiel mit einem Endstand von 5:2 Toren. Unserem Gästetrainer zuerst die Möglichkeit, sein Fazit zu ziehen. Vielen Dank und Grüße in die Runde. Herzlichen Glückwunsch erstmal an BFC Dynamo zu dem am Ende verdienten Sieg. Warum war er verdient? Weil wir nach der 1-0-Führung eine Phase hatten, wo wir die Berliner Angriffe nicht in den Griff bekommen haben, weil wir den Flankengeber außer Augen gelassen haben und da kurz unter Beschuss geraten sind, woraus dann auch zwei Tore und zwei Eckbälle entstanden sind. Diese Qualität, dann so klinisch vorm Tor zu sein und eiskalt die Dinger zu vollstrecken, macht dann den Unterschied in dieser Liga. Ich bin aber trotzdem stolz auf die Mannschaft, wie sie nach dem vierten Gegentor insbesondere ein gutes Übergangsspiel etabliert hat, rund um die Mittellinie, den Gegner auch geschafft hat, in die Verschiebebewegung zu zwingen und Bälle zu spielen, die dem BFC wehtun können. Daraus ist dann auch unter anderem der Elfmeter entstanden. Und dann mit einem 4-2 zur Pause, wo wir das letzte Tor schießen, gehen die Köpfe nochmal hoch. Es war ein klarer Plan dann in der Halbzeitpause rausgegeben worden und der besagte unter anderem, weil zwei gelb vorbelastete Spieler vom BFC in der Viererkette zu erwarten waren, einer wurde ausgewechselt, weiterhin 1-gegen-1 Situationen zu suchen, weil man eben dann nicht mehr so in den Zweikampf gehen kann, wenn man gelb vorbelastet ist. Das ist dann so weit gekommen, dass wir sogar noch eine gelb-rote Karte provoziert haben, die aus meiner Sicht berechtigt war. In Überzahl haben wir es dann aber nicht mehr geschafft, so konsequent in den Strafraum einzubrechen und klare Torabschlüsse rauszuspielen. Da war Dynamo einfach kompakt, überzeugt, konsequent im 1-gegen-1 verteidigen und hat dann uns immer wieder den Wind aus den Segeln genommen. Trotzdem sind wir dran geblieben, haben insgesamt eine technisch sehr ordentliche zweite Halbzeit geliefert. Da müssen wir dran arbeiten, einfach noch mehr Durchsetzungskraft zu entfalten. Ein Wort zu unserem Torhüter Miguel Telinos, heute mit seinem ersten Spiel in der Regionalliga, hat auf der Linie aus meiner Sicht eine sehr gute Leistung gezeigt. Besonders hervorheben möchte ich die Aktion, wo er gegen Steini war, glaube ich, Steinmann, das 5-2 verhindert und uns nochmal im Spiel hält. Ja, also ich denke, er kann zufrieden sein mit seiner Leistung. Wir sind es auch und gehen mit erhobenem Haupt hier vom Platz und sind bereit für die weiteren Spiele, die da kommen. Dankeschön. Christian, wie hast du die 90 Minuten erlebt? Ja, hallo. Ja, wir gehen 0-1 in Rückstand, ohne dass das Spiel schon richtig begonnen hatte. Ja, wir hatten ein, zwei Angriffe vorbereitet, dann kam dieser Torschuss, der gegen den Arm von Michael Blum geht. Es ist dann zwingend für den Schiri, wenn der Ball aufs Tor geht, dass er dann auch gleichzeitig gelbe Karte zeigen muss. Merkwürdige Regel, aber es ist, wie es ist. Wir haben uns davon nicht beeindrucken lassen von dem 0-1. Das fand ich ganz toll, dass die Mannschaft gleich stabil gewesen ist, auch selbstbewusst genug. Hat im Prinzip diesen Rückschlag innerhalb von 8 Minuten schon wieder in eine Führung gedreht. Und dann haben wir das Spiel eigentlich komplett im Griff. Dann kommt eine Phase, wo wir nicht mehr alles einfach spielen, nicht mehr unseren Plan durchziehen, da war ich ein bisschen unzufrieden mit. Auch wie es dann zum 4-2 kommt, ist unnötig. Da faul zu spielen. Mein Kollege hat es gerade schon gesagt, wir haben dann in der Pause gewechselt, aber Michael Blum nicht mit Gelb-Rot zu verlieren, weil er nach der gelben Mann faul hatte. Bei Marcel Stutter wollten wir noch ein bisschen abwarten, weil er auch ein sehr erfahrener Spieler ist. Wenn ich jetzt höre, dass das auch provoziert worden ist, gut, dann ist es so. Müssen wir uns trotzdem geschickter anstellen. Ich finde, von der Kartenverteilung hat der Schiedsrichter unnötig Hektik ins Spiel gebracht.
Weil wenn man die Sachen so bei uns bewertet, dann hätte es auf der Gegenseite ebenso öfter und schneller eine gelbe Karte geben müssen, in meinen Augen. Aber wie gesagt, wir kümmern uns da um uns, haben dann mit dem Wechsel in der Halbzeit und zweiter Halbzeit nochmal unseren Plan durchgezogen, dass wir heute versuchen, unsere rekonvaleszenten Spieler, also Andreas Wiegel, Andi Pollersch, Steini, dann einzuwechseln und Spielminuten zu geben, damit sie auch über die Spiele und nicht nur über das Training wieder fit werden für 90. Ist dann nicht ganz so aufgegangen, wenn du dann nur mit 10 Mann spielst und dann Spiel nicht weiter durchdrücken kannst. Wir haben dann noch ein bisschen was umgestellt. Mittelstürmer Manasseh Eschel hat sich immer wieder in die Innenverteidigung reindrücken lassen. Also jede Aktion eigentlich schon fast Foulspiel. Da haben wir dann Felix Mayer nochmal auf Linksverteidiger gezogen, Siebel ins Zentrum und Andi Pollersch hinten rein. Er kennt den Manasseh aus Frankfurter Zeit, von daher hat er ihn, glaube ich, auch ganz gut verteidigt. Ja, und Christian Beck, wie er das fünfte macht, ist einmal ganz, ganz große Klasse. Zeigt aber auch im Ganzen, was für eine tolle Moral in der Mannschaft steckt. Auch wenn wir nicht über 90 unseren allerbesten Fußball zeigen konnten, haben wir einen Rückstand gedreht, haben mit 10 Mann nicht mehr Großes zugelassen und dann eine Unterzahl nach dem Tor gemacht. Also da ist für mich ein hochverdienter Sieg für uns. Schade, dass wir Marcel verloren haben und zwei Gegentore bekommen haben. Müssen wir weiterarbeiten. Jetzt haben wir in 2 Wochen ein absolutes Spitzenspiel beim BRK und da freuen wir uns drauf. Also, Dankeschön. Danke, Christian. Gibt es seitens der Pressevertreter Fragen an die Trainer? Christian, wenn ich an das 1:1 denke, Terrell Gürz hat es denn gemacht, solche Geschichten fängt er gerne an mit ausgerechnet gegen seinen Ex-Club. Er sagte eben gerade auch, dass er mit Becks vorher geflaxt hatte, dass er gar nicht in diese Ex-Clubs trifft. Wie siehst du das vor? Bestätigung dafür, dass der Knoten jetzt geplatzt ist seit dem Auerspiel? Also erstmal wunderschönes Tor, tolle Vorarbeit, tolle Vorlage und dann direkt am Namen von Werder freue ich mich für ihn ganz besonders, gegen seinen Ex-Club getroffen zu haben. Ich weiß, es ist für jeden Spieler immer was Besonderes. Zu dem Thema Knoten geplatzt hat Terrell selber ein Interview unter der Woche gegeben. Er sieht das ein bisschen anders, aber das ist auch vollkommen okay so. Er trifft, hat ein tolles Spiel gemacht, ist genau an der richtigen Stelle gewesen, als der Ball kam. Und daher für ihn auch eine gute Leistung von ihm. Du hast gerade die gelbe Karten und die Reaktionen schon angesprochen. Jetzt bringst du an die Pollersch rein und der sieht, glaube ich, auch sehr schnell seine erste gelbe. Wie sehr ist dir das Herz da ein bisschen stehen geblieben? Hat oder nicht jetzt auch noch da irgendwie was passieren? Weil in diesem Kampfspiel kann es ja ganz leicht mal passieren auf diesem Boden, dass man dann vielleicht doch einen Schritt zu spät kommt, obwohl man es gar nicht will. Ja, Herz stehen an der Stelle nicht mehr. Da war es schon fast egal, weil es auch ein bisschen unberechenbar war, ob es jetzt gelb gibt oder nicht. Man muss immer gucken, manchmal gibt Schiedsrichter ein bisschen mit Fingerspitzengefühl. Ich hatte mit dem Schiri noch in der Halbzeitpause gesprochen. Dafür haben Michael Blum runtergenommen. Ich habe es gesehen, dass er nach Gelb nochmal gefoult hat. Nur, dass er auch Bescheid weiß, dass wir auf sowas mit achten. Marcel Stucker hat Gelb bekommen dafür, dass er den Platz betreten hat, nachdem er draußen war, ohne dass der Schiri ihn dazu aufgefordert hat oder ihm das genehmigt hat. Ist für mich immer natürlich eine dumme Aktion, sich dafür Gelb abzuholen. Ja, wenn man das ganze Spiel sieht, ist für mich aber trotzdem ein Unterschied, bekomme ich Gelb für ein krasses Foulspiel, für eine taktische Geschichte, wo ich am Trikot ziehe, vielleicht eine Torschance verhindere. Sowas wird dann kaum mit bewertet. Ich sage, wenn das Schutti irgendwas ist, ich sehe es von außen, ich nehme ihn sofort runter. Ja, und in der ersten Aktion gibt ihm das Gelb-Rot. Also, kenne ich auch anders, aber gut, zeigt nur, dass man sich darauf auch nicht mehr verlassen darf. Wir können es jetzt nicht mehr ändern, wir müssen es so hinnehmen. Wie gesagt, ein bisschen unnötig die Hektik, dass dann Karten gezeigt wurden und dann im gleichen Maßstab dann umgekehrt nicht gemessen wurde. Aber das ist okay, das nehmen wir so hin, wir haben das Spiel gewonnen und alles ist gut. Gibt es noch weitere? Ja, gibt es noch weitere Fragen? Hallo, Uwe Kutke, Merkel Schuler Zeitung. An Tom die Frage: Natürlich nach der Defensive
Es sah nicht so gut aus, fand ich zumindest, wie in die Zweikämpfe gegangen wurde. Man weiß ja, dass Christian Beck durchaus kopfballstark ist. Er hat trotzdem zwei Kopfballtore gemacht. Was hätte er anders machen können oder was ist falsch gelaufen? Wenn es der einzige Ansatz wäre, Christian Beck am Torschuss zu hindern, dann ist das das größte Problem. Also er ist so geschickt in seiner Freilaufbewegung im Strafraum, der ist dann im 1 gegen 1 unfassbar schwer zu verteidigen. Das haben mir meine Innenverteidiger dann auch nochmal bestätigt, hat ein super Spiel gemacht, auch wenn ich das jetzt gegnerischer Trainer so bewerten darf. Unser Plan war es einfach, die Zulieferdienste, gerade die Flanken aus dem Halbfeld, aus der Flügelzone, die besser zu verteidigen. Und da gab es Sequenzen in dem Spiel, wo wir genau dort die Bälle gewinnen und daraus richtig gutes Umschaltspiel starten. Und dann gab es Sequenzen, wo wir den Spieler, der offensichtlich dann der Flankengeber wird, aus den Augen verlieren, weil er sich einfach nur 3 Schritte nach hinten absetzt, den Ball abgelegt bekommt, die Flanke bringt. Da sind wir mit den Augen zu sehr beim Ball und zu wenig beim Raum und beim Gegenspieler. Und die Art und Weise, wie in die Zweikämpfe gegangen wird, da arbeiten die Jungs dran. Sie werden immer dynamischer, sie werden konsequenter. Da gibt es natürlich auch regeltechnisch irgendwann mal Grenzen. Die haben wir letzte Woche mit der roten Karte für Adrian Jarosch dann mal aufgezeigt bekommen. Wir wollen auch nicht unfair spielen. Wir wollen einfach cleverer, geschickter werden und im richtigen Moment den Körper zwischen Ball und Gegner bringen. Und da sind Fortschritte weiterhin erkennbar. Waren auch heute wieder richtig gute Ballgewinne, wenn ich Max Winter da zum Beispiel hervorheben darf, der mir da in dem Aspekt richtig gut gefallen hat. Aber das braucht einfach Zeit, das braucht Spiele und das braucht eine Reflexion der eigenen Aktionen. Und da sind wir dran an diesem Prozess. Und das ist den Jungs schon bewusst, aber es geht nicht alles von heute auf morgen. Auch von mir noch eine Frage an Herrn Robert Matthias Bunkers, Berliner Kurier. Das 5. Gegentor darf doch eigentlich so nicht entstehen, oder? Der Keeper hat den Ball, 2 Verteidiger haben ewig Zeit, sich den Ball zuzuspielen und trotzdem kommt Christian Beck, der ja kein 100 Meter Olympiasieger mehr werden wird, glaube ich, da so den Ball an. Ja, im Fußball passieren immer Dinge, die so nicht passieren dürfen. Kieran ärgert sich da am meisten drüber. Vielleicht ein bisschen weggerutscht, vielleicht den Abstand zu Beck ein bisschen falsch eingeschätzt. Kein guter erster Kontakt und sowas nutzt er sofort aus. Dafür hat er die Spielerfahrung, dafür ist er berüchtigt. Das passiert aber auch in ganz anderen Ebenen. Wenn ich an das Tor gegen Union, zum Beispiel Union Berlin, denke, am Donnerstag in der Conference League. Das passiert ganz anderen Spielern und da macht niemand Kieran jetzt einen Vorwurf. Dazu die Vergleiche. Na gut. Einen habe ich jetzt noch, damit Christian dann nicht umsonst sitzt. Ja, ganz kurz. Aber keine Frage zu den Förstern. Nein. Gut. Auch wenn Union hier gespielt hat, keine Frage zu Union. Gut. Was machst du jetzt in den nächsten 12 Tagen? Gibst du deinen Jungs ein bisschen mehr frei, damit sie sozusagen den Kopf auch komplett abschalten können von dem Spitzenspiel? Oder macht ihr noch ein Testspiel, um halt eure Rekonvaleszenten denen noch ein paar Minuten zu schenken, dass sie auch mehr Matchpraxis kriegen? Wie ist da die Herangehensweise jetzt für die nächsten 12 Tage? Das Wichtigste ist, dass wir natürlich nach dem Spiel erstmal kurz regenerieren müssen, aber wir wollen auf jeden Fall die Zeit bis zum BRK-Spiel nutzen, um so fit wie möglich in dieses Spiel zu kommen. Das heißt, da freizugeben und sich über Couch vorzubereiten, wäre, glaube ich, der falsche Weg. Wir wollen zu 100% fit dastehen mit unserer besten Mannschaft und alles dafür tun, dieses Spiel zu gewinnen. Ich sehe, es war's dann für heute. Ja, vielen Dank und wir sehen uns dann wieder
am Freitag in fast zwei Wochen, 19 Uhr im Poststadion, dann gastiert unser BFC Dynamo beim Spitzenreiter Berliner AK 07. Bis dann, tschüss.